Oh je. Heute Outlast. Die zweite Runde. I'll continue. Alter, ich hab so keinen Bock, ehrlich. Ohne Spaß. Wenn du so anfängst, musst du direkt wieder pissen gehen, Alter. Ich muss wirklich schon pissen gehen, ehrlich. Ich geh doch einfach vorher mal pissen. Da war ich die ganze Zeit schon unterdrückt. Alle haben gesagt, der Keller ist wirklich das absolut Schlimmste. Oh mein Gott, Jungs, ey. Ich will einfach direkt wieder wegschalten, gell? Nee. Zu schlimm kann's ja nicht sein. Bist du ein Geisteskrank? Hast du schon mal Outlast gespielt? Nö, gespielt noch nie, aber ich hab Let's Plays angeguckt. Als wäre das ansatzweise vielleicht. Ich hab mal eins gemacht, ich bin mir nicht sicher. Was soll ich machen? Turn the two gas pumps in the main breaker. Wurdest du schon mal gejumpscared? Ja. Nee, wie ging das? Hallo Torres! Wie machen wir die Tür nochmal auf? Achso. Heilige Scheiße, was macht ihr denn da? Abhängen. Lost. Outlast wird einfach nur. Nee. Einfach nur eingekackt. Ui, Batterien. Ab in Fort Focus. Türe zu, aber tot. Naja, ich hab dich gerade zugemacht, weil ich Angst hab. Ja, du nimmst einfach den Feuerlöscher und falls da einer kommt, dann löschst du den einfach. Ist so. Geben, oder? Einfach löschen. Ich stehe gar nicht vor, was du jetzt so richtig Angst hast. Ah! Fast. Ja, der hat dich gesehen, ich. Alter. Das kannst du vergessen, Alter. Renn. Lauf, Boris, lauf. Was ist das für ein Typ? Lauf, Doris! Lauf einfach irgendwo hin, Alter. Wenn der reinkommt, dann geh einfach. Bitte! Bitte geh! Oh mein Gott, mein Herz! Was ist mit deinem Herz? Brauchst Neues! Ja, was mache ich jetzt? Na, dir einscheißen, würde ich mal meinen. Welcher normale Mensch würde da jetzt wieder hingehen? Jeder? Jeder? Bist du geisteskrank? Ja, du musst auch mal ein bisschen auf die Leute drauf zugehen. Von alleine passiert da nichts. Jetzt kommt der von hinten, Alter. Hab ich mir schon gedacht, der von hinten kennt. Ja, von hinten kommen, so wie bei deiner Mutter, Alter. Oh nee, verpiss dich! Es war einfach nur dein Akku leer, es ist nichts passiert. Ja, eben. Ja, der klopft schon. Einfach gleich wieder verstecken. Einfach nicht mal ducken oder so. Einfach dahinter stellen und davor. Was? Junge! Ich bin so aufgeregt. Was soll ich denn machen? Ja, du musst irgendwie an dem vorbei, würde ich mal was sagen. So, keine Ahnung. Geisteskrank! Ja, ich weiß ja auch nicht, wo du hergekommen bist. Das habe ich keine Ahnung mehr. Da läuft er! Da läuft er, dann lass ihn doch laufen, Alter. Lauwarmes Bein runter läuft's bei dem, würde ich meinen. Sonst wäre er ja nicht so viel Wasser auf dem Boden. Hat ein bisschen Wasser gelassen. Der pisst sich halt auch ein. Der hat fei auch Angst, wenn da noch einer mit unten ist und es alles dunkel ist. Der hat keine Kamera mit Nachtsicht. Ich glaub nicht, dass der Typ ansatzweise Angst hat. Na, gucken dir doch mal an, Alter. Der weint doch gleich. Ich hab so Schiss, da reinzugehen, gell? Na, geh doch einfach rein. Das Schlimmste, was passieren kann, ist zu sterben. Guck dir den mal an. Als ob ich da jetzt drauf zu. Er hat ein Messer! Na, dann organisiert er halt auch eins! Guck, der kommt jetzt zu dir, Alter. Er kommt dich jetzt besuchen. Alter, wenn der jetzt wirklich einfach gleich dasteht, Mann. Ich würde so feiern. Ich nicht so. Geh doch einfach drauf zu. Wie gesagt, sonst rennst du einfach wieder weg. Ja, guck, da kannst du links raus. Sonst. Notfalls. Aber da ist er wahrscheinlich auch gerade hingegangen. Oh nee! Ich hab keine Akkus mehr. Das kommt davon, wenn man einfach nur dumm rumguckt und nichts macht. Ja! Digga, was würdest du machen im echten Leben? Sind da das ist kein echtes Leben, Junge. Du kannst einfach sterben und neu anfangen. Deine ganzen Akkus einfach leer zu machen, indem du den anguckst, bringt dir auch nichts. Oh mein Gott! 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 Du hast gutes Versteck gefunden, du. Er kommt nicht mal und guckt in dem Raum, er steht einfach an der Tür. Der geht einfach dann so, wieder.
Er denkt so, machst du in the wind. Ja. Der wird einfach sich denken, na, der Typ, der kommt schon irgendwann raus. Irgendwann werden seine ganzen Akkus leer sein und dann kann ich den einfach so aus der Dunkelheit überraschen. Vor allem lädst du einfach jetzt schon nach, Mann. Und du wunderst dich dann, warum deine ganzen Akkus leer sind. Warum kannst du auch einfach rennen? Schlimmste, was passieren kann, wie gesagt, ist, dass der dich halt umbringt. Da hinten ist er. So, jetzt rennst du da einfach durch, genau. Rechts rum, links rum, Türe zu. Unters Bett oder irgendwo hin. Keine Ahnung. In den Schrank rein. Oh, Doris, bitte! Ja, alles, chill, chill, der findet dich nicht. Du bist gut versteckt, der hat nicht gesehen, dass du in den Schrank rein bist. Bitte nicht. Aber ist der da gerade vor meiner Tür? Das ist wie beim letzten Mal. Da hat er doch auch einfach nur in den anderen Schrank reingeguckt. Oh, ich zitter. Oh mein Gott. Woher soll ich jetzt wissen, dass er weg ist? Na, einfach rausgehen und nachgucken. Bruder, schau. Ich bleib einfach hier drin. Einmal ein Quadratmeter Wohnung. Auf hier. Das hast du das letzte Mal schon gesagt, Alter. Das ist keine Lösung. Die Mietpreise da, die sind hochrent. Stell dich deine Angst. Geh hin und hau mir aufs Maul. Ist so. Ich meine, was will denn der machen? Dich abstechen? Frag mich, wenn er überall Akkus hinlegt. So, like, what the fuck. Na, das war der Typ. Ich sag's dir, der will dir eigentlich nur helfen. Ja, ist so, Alter. Ist so. Er hat einfach nur das Messer, weil der, keine Ahnung, gerade Salami macht oder sowas. Was weiß denn ich? Oh, Akkus und Organe. Aber ich bin ja eigentlich nur für die Akkus. Ich wär nur für die Organe da. Ich hätte so gelacht, wenn er einfach jetzt hinter dir gestanden hätte. War nur nicht irgendwie die Tür leise zu machen oder irgendwas. Ist so. Um der immer diese Tür knallen muss. Ah, hier, rechts, rechts. Ja, ich weiß schon. Ich wollte noch hier nach Jumpscares gucken. Hallo, ist da ein Jumpscare? Nein. Kann ich mich verstecken? Okay, ich ist da ein Jumpscare? Ja. Ah, ein Jumpscare, oh nein. Ja, echt mal, wenn die dich mal drauf vorbereiten würden, wenigstens. Hast du einfach den Hebel umgelegt und gehst in den Schrank rein? Na, er wird wissen, dass ich den Hebel umgelegt habe. Er chillt da. Wie soll er das denn wissen? Das schaltet, glaube ich, irgendwie, war das nicht oben ein Strom ein oder ein Fahrstuhl oder irgend sowas? Siehst du, du Hurensohn, warum stehen die Schränke sonst hier? Genau neben dem Anschalter. Damit du, falls der dich verfolgt, dass du in den Raum rein kannst, dann kannst du dann einfach dich da drinnen verstecken. Oh mein Gott, da ist er. Da ist er! Echt? Bin er gar nicht. Doris! Der ist hier gerade vorbeigelaufen. Hab ihn nicht gesehen. Vor allem sehe ich einfach in dem OBS-Fenster mehr als auf meinem Bildschirm. Ich hör mich halt atmen. Kannst du mal aufhören zu atmen? Du das ja, das war ich gerade. Okay, boah, das war richtig intens. Schon mal überlegt, Atem-Synchros zu machen? Du könntest halt wirklich machen. Doris! Deine Oma hieß Doris. Hallo, Doris! Vor 2 Jahren gestorben. Tschüssi, Doris! Ja, mies, 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 mies. Der war dunkel. Der war so gut. Warum wackelst du, du Hurensohn? Ich hab dich nicht mal angeschubst. Genauso wie die Lampe beim letzten Mal. Wo du auch schon Angst hattest. Und bewegst du dich, Fotze? Wenn der ein- und ausatmet, geht das einmal hin und einmal her. Alter, wie fett bin ich? Ja. Der kann ja gar nicht springen. Ach, du meinst den Typen im Game? Ist so. Wie er einfach da steht. Wie er einfach da steht. Ja, ja. Bitte. Bitte! Verpiss! Der, oh mein Gott, wenn er mich jetzt unter Bett. Diesem Bett nicht sieht, ich weiß nicht. Er findet dich nicht. Ah, die Animation ist auch heftig, Digga. Is cool someone Ende. There? So. Bitte gib einen Jumpscare. Ja! Must have been the wind! Must have been a ghost! Hat er noch gesagt oder irgend sowas. Oh mein Gott. Du lädst jetzt nicht deine Kamera nach. Oh! Oh
Nee, Digga, der hat dich ja gesehen. Genau. Der holt dich da raus. Guck, gucken dir an. Nee. Komm, rennen, Junge, renn. Hallo? Lol, was ist denn jetzt los? Ich glaube, Boris Internet oder Computer ist abgekackt oder so, oder? Der hat ja einfach seinen Computer ausgeschaltet. Ja, mein PC ist einfach abgestürzt. Ja, oder? Ja, ja, wahrscheinlich noch rausgemacht, Digga. Eigentlich mein PC ist ausgestürzt, legit. Dann fahren wir hoch, fahren wir nochmal runter und dann.